Hallo und willkommen zum Video Bienenstich mit Apfelzimtcreme und Walnüsse nach dem Buch Der große Laferbacken. Für Springform von 24 cm Durchmesser brauchen Sie 250 Gramm Hefeteig. Halbe Grundrezept. Das Rezept zum Hefebacken habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Für die Nussmasse benötigen Sie 150 Gramm Walnusskerne, 75 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm flüssiger Honig, 2 Esslöffel Sahne. Den Hefeteig nach dem Grundrezept zubereiten und gehen lassen. Inzwischen die Walnusskerne grob hacken. Butter, Zucker, Honig und Sahne in einem Topf aufkochen und die Walnüsse unterrühren. Die Nussmasse abkühlen lassen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Springform mit Butter einfetten. Den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 cm dick ausrollen und in die Form legen. Den Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Walnüsse auf den Teig geben, gleichmäßig verstreichen und 10 Minuten ruhen lassen. Im heißen Backofen auf der mittleren Schiene, Umluft 160 Grad, 30 bis 35 Minuten backen. Die Oberfläche eventuell mit Alufolie abdecken, wenn sie zu braun wird. Für die Creme brauchen Sie 500 ml naturtrüber Apfelsaft, 1 Teelöffel Zimtpulver, 2 Eigelb Größe M, 50 Gramm Zucker, 20 Gramm Speisestärke, 125 Gramm weicher Butter, 2-3 Esslöffel zimmerwarmes Apfelmus, Glas oder selbstgemacht. Für selbstgemachte Apfelmus gibt es auch ein Video. Inzwischen für die Creme Apfelsaft mit Zimtpulver aufkochen, dann Ofen um die Hälfte auf 200 ml einkochen lassen. Den Kuchen aus der Form nehmen und abkühlen. Eigelbe, Zucker und Stärke verrühren. Den eingekochten Apfelsaft unterrühren, nach und nach dazugießen. Die Mischung in einem Topf bei kleiner Hitze so lange rühren, bis eine puddingartige Creme entsteht. Die Creme erkalten lassen. Die weiche Butter mit dem Quirlen in etwa 5 Minuten cremig schlagen. Dann nach und nach löffelweise die Creme unterrühren. Danach das Apfelmus untermischen. Den Kuchen mit einem Sägemesser einmal waagrecht durchschneiden. Die Apfelzimtcreme auf die untere Kuchenhälfte streichen, die obere Hälfte darauf legen und den Kuchen etwa 45 Minuten in den Kühlschrank stellen. Guten Appetit und viel Erfolg beim Kochen!